Yes. Give a warm applause to Dr. Jonathan Donges. Du hörst gleich die Rede oder den Talk. Das Schließen des Kreises. Wie verbinden wir die sozialtechnologischen Dynamiken der Erde zurück mit dem Erdsystem? Vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Michael. Thanks. So I'm in the lucky position that my ich bin in der glücklichen Position, dass meine Kollegen bereits in zwei Vorträgen eine nette Einführung gegeben haben in den Klimawandel und was der Klimawandel für Probleme verursacht. Und nun kann ich darauf bauen und ein bisschen reden über, was wir als neue Ära des Erdsystems, der Wissenschaft über die Erde sehen. Und ich möchte nun einige Sachen vorstellen, die von Interesse sind für die Leute hier und anderswo. Um das nochmal zu betonen, die Aufgabe des, der Erderwärmung hat vor 20.000 Jahren angefangen, in dem Ende des letzten Gletscherschmelze. Da war unser Klima noch 4 Grad kälter als heute im Durchschnitt. Und dann hat es langsam angestiegen auf um ungefähr 3 Grad, was 10.000 Jahre gedauert hat, was eigentlich schon ziemlich langsam ist. Und dann waren ungefähr 10.000 Jahre das Klima in dem Blauen sehr relativ stabil. Und in diesem blauen Teil des Graphen ist die Menschheit auferblüht, wo die Menschheit Technologien entwickelt hat, Landwirtschaft entwickelt hat, die industrielle Revolution hat sich entwickelt. Und dann sieht man ganz am Ende den unglaublich schnellen Anstieg des Klimas. Das ist die industrielle Revolution, das Anthropozän, die Beeinflussung des Klimas durch den Klimawandel. Dies sind Messungen, die bestätigen, die früheren Quellen bestätigen, dass diese schnelle Erwärmung, vor allem ist es sehr wichtig auch zu erwähnen, dass die Amplitude der Erwärmung, wir haben jetzt aktuell 1 Grad in diesem roten Teil, verglichen zu den 3 Grad, das sich seit dem letzten Zeitalter erwärmt hat, das ist 100 Mal schneller, als was von der letzten Zeitalter, vom letzten Eisalter bis zum Holozän passiert ist in den 10.000 Jahren. Das ist jetzt 100 Mal schneller. Und wenn man das mal in die Zukunft extrapoliert, das ist ja unglaublich extrem, oder? Das ist einer der extremsten Treibhausgas-Szenarien. Das ist das, was vorausgesehen wird, was passieren wird, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Und das geht hoch bis 3 Grad oder 4 Grad. Das haben wir schon vorher gesehen. Also nochmal, 100 Mal schneller. Sehr, sehr extrem. Was tut das also nun? Das bringt uns nun in eine neue geologische Ära, dass wir das Anthropozän taufen, wo die sozialen Dynamiken, die sozialtechnologischen Dynamiken einen unglaublich wichtigen Einfluss haben auf das Erdsystem. Viele verschiedene Prozesse interagieren auf einem globalen auf einer globalen Skala und Menschen haben diese Netzwerke erstellt. Was können wir auch einfach Globalisierung nennen? Netzwerke von Information, Netzwerke von Handel, Netzwerke von Ressourcen. Und es sind diese technologischen Systeme und diese technologischen Netzwerke, die Erderwärmung erst gestartet haben. Es ist also wirklich eine sozialtechnologische Dynamik, die das gestartet haben. Und das ist das Anthropozän. Die Paläoansicht der globalen Erwärmung, das bringt aber auch noch mehr Informationen. Eine ist, die typischen Elemente in dem Klimasystem, das sind Teile des Klimasystems, die eine nicht responsive Warnung haben.
Etwas, das auf der Kippe steht, kann überkippen, wenn ein bestimmter Threshold überschritten ist. Das sind diese Übergänge von Gelb nach Rot. Und viele von diesen Thresholds, die clustern sich zusammen zwischen 1,0 und 2 Grad. Das schließt wichtige Eisshields der Erde ein. Da kommt das Paris-Agreement her. Und das Pariser Klimaabkommen von vor 2 Jahren, wenn man hier sich den Graphen anguckt, dann sieht man, dass die meisten Szenarien, die hier studiert werden vom ICP, die werden weit über das Pariser Klimaabkommen hinüberschießen und sie werden diese Gebiete erreichen, die gefährlich sind, zum Beispiel, dass der Amazon Regenwald eben Probleme bekommt. Und wenn man diese sich Tipping Elements verhindern will, dann sollte man das versuchen. Und das könnte sogar interagieren, diese Tipping Elements, um ineinander zu kaskadieren. Das heißt, dass ein Element ein anderes auslöst. Es gibt nicht nur der Klimawandel ist ein Problem, es gibt auch andere Probleme, zum Beispiel weitere Nachhaltigkeitsprobleme. Die Menschen haben einen Einfluss gehabt auf weitere Elemente. Zum Beispiel wichtig zu erwähnen hier, es ist nicht nur der Klimawandel, sondern all diese, die hier auf der Folie gezeigt werden, in den unterschiedlichen Dimensionen, zum Beispiel die Biosphäre, den Lebensraum zu erhalten, die Verschmutzung durch chemische Elemente, das alles interagiert miteinander und das verändert das System auf der Erde, das Erdsystem durch die Menschen. Und die Aufgabe ist es nun, um wieder auf die sicheren Niveaus zu kommen in allen Gebieten. Und das ist der einzige Stand, von dem wir Menschen wissen, dass der gut für die menschliche Entwicklung ist. Man kann hier dann die sozialen Dimensionen reinbringen. Wir können uns fragen, in welchem Erdsystem sind diese Grenzen, werden diese Grenzen nicht verletzt? Und das sind also sehr einfache oder auch triviale Bedürfnisse von Menschen. Zum Beispiel, wir haben hier genannt Arbeit oder Ernährung. Das hier ist ein hypothetischer Rahmen, in dem das Erdsystem gut ist für die Menschen. Wir haben hier beispielsweise ein Level, wo alles gut ist für die Menschen. Das nennen manche die Erdresistenz. Welche zukünftigen Trajektoren des Erdsystems sind dieser Änderung resilient? Wir sehen diese Future Trajectory, die uns aus diesem System herausbringt. Die Frage ist, gibt es andere nichtlineare Transformationen, die das Erdsystem in einem managebaren Zustand lassen? Das wäre die Kurve, die runtergeht. Oder gibt es intrinsische Eigenschaften, die das Erdsystem zu so einem heißen Zustand bringen? Das Problem ist, wir können solche Fragen nicht wirklich in einer befriedigenden Art und Weise zu beantworten, weil das ist so schwierig zu beantworten, weil versuche ich jetzt zu erklären, das ist eine Folie von einer integrierten Erdsystemmodellierung. Die Frage hier ist, das wurde bereits 1999 angesprochen und sogar davor. Und die Idee ist hier zu gucken, auf die gesamte Erde zu gucken, wo die zum Beispiel die sozialen Dimensionen sind oder wo die Umweltdimensionen sind. Das alles wird hier modelliert. Und in diesem Raum
gibt es katastrophische Punkte, wo man nicht hingehen möchte, und es gibt Elemente, wo man überhaupt nicht hingehen kann, weil das zum Beispiel die Gesetze der Physik verletzen, zum Beispiel die Energie, die es gibt auf der Erde. Aber es gibt hier Elemente auf diesem Raum, die sicher sind für uns Menschen oder halt sicherer sind. Und das heißt auch hier Oxfam Donut. Und in diesem integrierten Erdsystem ist die Aufgabe nun, sich zu fragen, gibt es irgendwo hier einen sicheren Raum, wo wir arbeiten können? Wie groß ist dieser Raum? Und wie widerstandsfähig ist dieser Raum in diesem großen Raum? Und gibt es überhaupt diesen Bereich, wo die Erde und wo die Menschheit auf der Erde sicher ist? Und man muss sehr große Datenmodellierungen vornehmen und so weiter und so fort. Das Ganze wird mehr komplex, weil es verschiedene Dimensionen gibt von so einer Analyse, die sehr wichtig sind. Einige, die ich nennen möchte, ist kurz, ist beispielsweise eine neue integrierte Erdsystemanalyse. Wir denken, dass die Dimension des Menschen, des menschlichen Agenten wichtig sind, den Einfluss des Menschen. Man kann das nämlich sehr schlecht modellieren, ja, wie Menschen sich entscheiden, wie sie Informationen weiterverbreiten, was das für Auswirkungen hat auf die Erde. Das könnte zum Beispiel wichtig sein für die Klimawandelregulierung und was die Globalisierung eigentlich für einen Einfluss hat. Das Ganze wollen wir explizit modellieren. Und das ist hier, dann benutzen wir komplexe Netzwerksimulationen, die diese Netzwerke repräsentieren in unserem Makroskop. Und das Dritte ist, dass wir wirklich aufnehmen wollen, die Evolution der Natur und der Gesellschaft in diesen Modellen. Und wir wollen darüber hinausgehen, über nur Optimisierungen und Berechnungen, das, was halt eben Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftler oft machen. Es hat einen guten Grund, warum wir das so machen. Wir wollen ja auf den Widerstand gucken, den die Erde hat, und gibt es überhaupt diesen sicheren Bereich, und da können wir Optimization Models benutzen. Ein neuer Ansatz von Modellen ist also, wird also benötigt für diese Art von Modellen. Und diese Modelle existieren aktuell noch nicht. Und unser bester Ansatz hierfür ist das COPAN-Projekt, um so ein Modell zu kreieren. Beispielsweise sollten diese Modelle Sozialdynamiken repräsentieren, die Tipping Interactions, und um Fragen zu beantworten, wie interagieren diese Elemente, die grünen und die blauen Elemente hier, wie beeinflusst sich zum Beispiel das Schmelzen der Eisberge, weitere Tipping Elemente, das alles beantworten wir hier. Das könnte Elemente geben, die zum Beispiel Tipping Elemente werden können, zum Beispiel können Regulierungen für Klimawandel ein Tipping-Element werden. Das kann alles ein Tipping-Element werden. Das Ganze könnte auch miteinander kaskadieren und alles auslösen. Das ist also etwas, was wir tun müssen, tuvert müssen. This is just showing the types of global change models that are out there. Das zeigt uns jetzt hier die verschiedenen Typen der, die dominierenden Typen von Modellen, Erdsystemmodelle und integrierte Modelle. Die fokussieren sich auf den biodynamischen, und es gibt die Welterdmodelle. Die integrierten Assessment Models, diese neuen Arten Modelle, die wir uns vorstellen, sollen sich auf soziokulturelle Faktoren konzentrieren. Was ist soziokulturell? Und so weiter. Und wieso denken wir darüber nach und wieso ist das wichtig? Naja, es scheint so zu sein, dass es ein großer Aufwand ist, eine unglaubliche Aufgabe, und wir haben gesehen, dass obwohl wir schon einen großen Weg gegangen sind seit dem 1972er Bericht, ich meine, es gab schon einige Entwicklungen in diesen letzten 40 Jahren, oder so, mehr als 40 Jahren, 45 vielleicht. Es gab einen sehr großen Vorsprung in
Grenzen der Rechenleistung, die wir nun haben für diese Modellierungen, und wir können diese Fortschritte benutzen. Einige weitere Fortschritte haben wir gemacht in der Theorie, wie wir komplexe Systeme modellieren, zum Beispiel wie wir Computermodellierungen machen, Simulationen machen, um diese makrodynamischen Prozesse abzubilden. Zum Beispiel haben wir studiert, wie in den USA Raucher stigmatisiert werden, und so können wir auf einer qualitativen Ebene sagen und auch projizieren, wie soziale Netzwerke für einen Einfluss haben auf das Erdsystem und was die tun. Und das können wir hauptsächlich machen über agentenbasierte Modelle, wo wir dann simulieren die Dynamik von tausenden einfachen Agenten, und dann studieren wir die die großen Eigenschaften, was dann am Ende rauskommt, was die Leute für Meinungen haben, etc. Und natürlich der dritte Punkt ist hier Big Data, wo die Sozialdynamischen immer mehr verfügbar werden. Und wenn wir, das ist wichtig und für unsere Wissenschaft, weil dann bestimmte Probleme auftreten können. Und in den meisten Fällen haben wir diese Probleme nicht, beziehungsweise die Daten sind nicht da, und das ist ein Problem von uns, weil die Daten zwar da sind, aber wir nicht darauf zugreifen können, wir keine Schlüsse daraus ziehen können. Und das ist eine interdisziplinäre Wissenschaft. Es geht darum, die Geisteswissenschaften, die Sozialwissenschaften und die Naturwissenschaften zu verbinden. Und das ist natürlich sehr schwer, weil jeder in verschiedenen Sprachen spricht. Aber diese Netzwerke verbessern sich, aber es ist langsam, aber es gibt Hoffnung. Und das ist jetzt nur ein bisschen konkreter zu dem, was wir machen. In dem Koban-Projekt entwickeln wir Software-Frameworks, was wir Koban Core nennen, weil das unsere Core, also unser Zentrum, unsere wichtigstes ist. Und die Idee ist nun, ein Framework bereitzustellen, das sowohl zeigen kann, repräsentieren kann, die verschiedenen Sphären, von denen ich geredet habe, mal zum Beispiel die Umwelt, beziehungsweise Natur, das nennen wir die biophysische Taxonomie. Wir haben dann die metabolische Ebene, wir haben die kulturelle Ebene, und das sind, da gibt es verschiedene Entitäten in diesem Model. Und eine Sache, die ich hier sehr einfach verstehen kann, sind Zellen. Und diese Zellen sind einfach Blöcke auf der Erde. Da kann man gucken, was passiert. Man kann da Agenten, was eine andere Art von Entitäten sind, die können in diesen Zellen leben. Und dann gibt es eine andere Art von Entity, die wir hier gelb markiert haben. Das sind dann Sachen wie aggregierte Systeme, Teile der Gesellschaft, zum Beispiel eine Stadt oder ein Land, und die beschreiben auf einer Makroebene verschiedene Sachen, wie zum Beispiel die Produktion, wie reich man ist, was man erntet, etc. pp. Und diese ganzen Elemente und Entitäten, die interagieren miteinander, und da gibt es verschiedene Ansätze zum Modeling, zum Beispiel durch Adaptive Network Modeling, stochastische und statistische Modellierungen, etc., um das Ganze zu modellieren. Also gibt es das ist eine andere Art, wie man das drauf gucken kann. Das ist eine Art UML-Diagramm, das zeigt, wie die verschiedenen Entitäten in einem Model repräsentiert werden durch Klassen und Objekten und wie die miteinander interagieren. Zum Beispiel können Individuen in einer Zelle leben, auf einer Zelle leben, und ein soziales System, und wie die Relation zwischen Individuen und Sozialsystem ist. Okay, Software Design. Und das hier ist ein bisschen zu Software Design. Wir haben eine Referenzimplementierung in Python. Das ist objektorientiert. Wir haben einen großen Aufwand gesteckt, um das gut zu dokumentieren. Wir haben auch ein Test-Framework, und wir haben auch Aufwand reingesteckt, um sicherzustellen, dass man das auf einem hochperformanten Rechenzentrum parallel simulieren kann. Weil wir natürlich, leider haben wir nicht so viele Ressourcen, um das Ganze
so viele Ressourcen, aber es ist gemacht, dass Menschen und andere Leute das einfach Plug and Play benutzen können. Das ist modularisiert und man kann dann hier User haben, die beispielsweise Component-Entwickler sind, die können einzelne Teile entwickeln, das ist alles komponentenbasiert, man kann einzelne Komponenten entwickeln und es gibt zum Beispiel Framework-Entwickler, so wie wir, wo wir dann die anderen Teilbereiche verbessern. Wir veröffentlichen das auf GitHub. Den Link könnt ihr unten sehen. Den kann man. Wir sind leider noch nicht dazu erlaubt, das hochzuladen. Hoffentlich wird es bald Open Source am Anfang nächsten Jahres sein. Wir haben es so designt, dass es sehr flexibel und modular ist, so dass wir es mit anderen Models verbinden können. Zum Beispiel mit diesen Landbenutzungs- und Vegetationsmodellen. Wir haben das Open Source, Open Science Models gefolgt. Wir wollen vielen Leuten die Möglichkeit geben, da dran teilzunehmen. Das ist ein Beispiel, wie ein typisches Skript aussehen kann. Das läuft. Das Model läuft. Das hier sind 30 Zeilen von Code. Das Ganze ist sehr modular und das zeigt nur, wie einfach das sein kann für einen Benutzer des Models. Das ist nun ein bisschen noch konkreter zu dem eh schon konkreten. Das ist nun ein konkretes Beispiel-Model, das wir hier zusammengewürfelt haben, um zu zeigen, dass alles funktioniert. Und hier sieht man da in den weißen Boxen, das sind Model Components, Komponenten des Models, die ein Entwickler bereitstellen müsste, zum Beispiel wie der Kohlenstoffzyklus auf der Erde ist, beispielsweise wie der Kohlenstoff zwischen der Atmosphäre und den Ozeanen interagiert, wie der CO2 beispielsweise von Pflanzen in die Atmosphäre übergeht. Hier sind Entities drin in Gelb. Beispielsweise die ganze Erde ist eine Entity. Und dann gibt es natürlich auch Zellen, ja, sowas wie Photosynthese und Biologie. Und Entities sind beispielsweise repräsentiert hier in individuellen Sozialsystemen. Und dann gibt es auch noch, jede Entity selbst ist noch involviert in mehreren Processes. Um mal ein Beispiel zu geben, es gibt hier ein soziales Lernen-Component, das heißt, wie Menschen sich imitieren. Ja, man guckt sich an, was macht dein Freund, du willst das Gleiche machen. Und wenn das Sinn macht, dann übernimmst du diese Sachen, was eben dein Freund macht. Das ist Imitation. Und wenn man also sieht, dein Freund ist umweltfreundlich, dann wirst du vielleicht auch umweltfreundlich sein. Und dann haben wir es alles zusammengestellt und dann wird es ein bisschen komplizierter wieder. Das schaut ein bisschen aus wie das Limit von einem Wachstumsmodell. Und naja, man kann da halt später mal ins Paper gucken für die Details. Und dann haben wir natürlich hier ein paar Ergebnisse. Das ist eigentlich nur für eine Darstellung, dass man einen kurzen Überblick bekommt. Das sind keine Vorhersagen von irgendeiner Art. Das sind nicht mal Projektionen, sondern das sind nur Illustrationen, wie groß der Bereich ist, der Möglichkeiten. Das ist also eine sehr legitime Sache, die Models tun müssen, und wir denken, dass Models für uns auch wichtig sind, um eben diesen Bereich von Möglichkeiten zu erforschen und zu verstehen, wie das Erdsystem funktioniert. Man muss keine Vorhersagen treffen, um ein gutes Model zu haben. Das ist beispielsweise, hier zeigen wir Trajektion des Erdsystems in den nächsten 100 oder 200 Jahren, ohne eine Vorhersage zu treffen. Zum Beispiel können wir sagen hier, dass die Umweltfreundlichkeit von Menschen fix bleibt und dass fossile Brennstoffe verboten werden. Das alles ist gefixt, die verändern sich nicht. Das Ganze stellen wir in die soziokulturelle Dimension. Dann auf der soziometabolischen Dimension kann man sehen, wie die
Energie, wie der Energiemix ist in den einzelnen Sozialsystemen in den einzelnen Ländern. Wir haben in dem Fall 5 Länder mit 100 Individuen und als Beispiel hat man hier einen starken Anstieg von Biomasse Energiegewinnung und später starten dann die erneuerbaren Energien und die fossilen Brennstoffe werden immer weniger und das Ganze ist hier modelliert und ganz am Ende in der dritten Zeile hat man dann eben die Folge für das Erdsystem. Die Menschen können jetzt auch lernen, von ihren Mitmenschen sich besser umweltmäßig zu verhalten, extra Steuern können implementiert werden über Abstimmungsprozesse. Und dann sehen wir, dass alle diese Dinge relativ schnell angeschaltet werden. Und man sieht, dass es zu einem sehr schnellen Abfall von der fossilen Energiequellen einsetzt. Wir kriegen also ein komplett anderes dynamisches Verhalten, was man natürlich auch erwarten würde, weil wir das Modell verändert haben. Aber darum geht es bei diesem Modell, wenn man vernünftige Annahmen macht. Was ist der Status unseres Projektes? Koban Core ist schon unter Verwendung. Wir haben ein Paper heute veröffentlicht. Die Open Source Veröffentlichung ist im frühen 2018 geplant. Ich möchte zwei Ausblicke geben für Fragen von Forschungsfragen, die ich sehr wichtig finde in dem Kontext dieser Konferenz. Eines ist vor allem die Rivalität und die Trade-offs und die Synergien, die notwendig sind zwischen der sozial-ökonomischen Transformation und der schnellen Digitalisierung, die wir nun haben. Das Ganze passiert ja. Und das andere, wo ich gucken will, ist das, wovon wir denken, dass sie notwendig ist, die, wie schon genannt, sozial-ökologischen dass das halt alles noch Bestand hat. Beispielsweise sehen wir, dass das Internet sehr viel Energie verbraucht, zum Beispiel Blockchain, Bitcoin Mining verbraucht sehr viel Energie. Das wird oft erwähnt, weil Bitcoin Mining so viel Energie verbraucht wie ein kleines Land und das wächst exponentiell an. Was ein bisschen subtiler ist, ist zum Beispiel der Einfluss von digitaler Kommunikation und Social Networks auf die öffentliche Meinung und auf Demokratien und Regierungen, die relevant sind für einen guten Klimawandel. Ja, man denke hier an das Thema Fake News, dass das nicht echt sei, etc. Das ist also wirklich sehr wichtig, dass man das weiter erforschen müsste. Und als Letztes möchte ich noch nennen, dass Menschen schon sehr Angst davor haben und sich fragen, könnte in Zukunft eine künstliche Intelligenz entstehen. Das alles spielt ein Faktor. Und als zweiten Ausblick möchte ich eher philosophischer werden. Das ist interessant. Es gibt eine interessante Debatte über die sogenannte Technosphäre. Da sehen wir auf den Komplex des globalen technologischen Netzwerks und wie sich das mit der menschlichen Gesellschaft verbindet und was das für einen Einfluss hat. Beispielsweise hat Peter Huff darüber ein Paper veröffentlicht und wir haben einen kleinen Beitrag zu dieser Debatte geleistet. Und diese Art von Modeling könnte auch ein Licht drauf werfen, wie menschliche Gesellschaften interagieren hinsichtlich der Makroebene und was das alles heißt für die Akzeptanz in der Zukunft. Und das zeigt auch tief ethische Fragen auf. Ja, was ist eine Gesellschaft? Wie hängen wir alle voneinander ab? Das sind einfache, grundlegende humanistische Werte und Fragen. Was machen wir mit diesem Konzept, wenn es wahr ist, dass zum Beispiel Menschen keine
keine Agenten mehr sind, keine eigenen Agenten mehr sind, wie zum Beispiel Peter Huff hier meint in seinem Paper. Und was ihr nun mitnehmen solltet, ist Folgendes. Wir haben Computersimulationsmodelle für das ERT-System und mit Big Data Analytiken halten wir, dass das wichtig ist als Werkzeug, um zu verstehen, wie in der Zukunft die Erde sich verändern könnte. Eine wichtige Aufgabe für dieses Jahrhundert ist es, eben zu verstehen, wie die Digitalisierung mit der Umwelt zusammenhängt. Und bitte kontaktiert mich und tut was. You used your time perfectly, which means that we have just 2 minutes for 2 questions. If there are any, please go to the microphone or via internet. I see 1 question here and 1 perhaps there. So we have the 2 questions. Wir haben 2 Fragen. Hallo. Sehr großartige Arbeit, ein super Talk. Ich arbeite mehr mit ERT-Systemen. Wir tendieren dazu, unsere Modelle immer komplizierter zu machen. Und was wir dabei feststellen ist, je mehr komplizierter wir sie machen, desto weniger verstehen wir. Und wir sehen, dass du genau das Gleiche versuchst zu machen. Aber wir haben festgestellt, dass die ganzen Schwierigkeiten von den vielen Parametern kommen. An einem gewissen Punkt musst du die Parameter einführen, die du nicht verstehst. Was für uns sehr schwierig war. Für dich muss es ja noch viel schwieriger sein. Wie versuchst du, die Parameter zu estimieren? Richtig. Das natürlich ist das immer die Aufgabe und das Problem, wenn man modelliert. Beispielsweise sind einige Parameter, die typisch sind für die sozialen Dynamiken zu modellieren. Zum Beispiel, was ist die Rate von, wie Meinungen übernommen werden von anderen Leuten? Ja? Was ist da der Prozentsatz? Due to processes like homophily, for example, which is the process that typically people are more likely to interact with other people. Wir wissen einfach nicht, wie diese Rate ist. Wir denken, dass meistens die Leute das machen. Also es können Parameter geben, von denen wir einfach nicht wissen, was sie tun. Wir können das beantworten vielleicht, indem wir Simulationen machen über den Raum der Parameter, über den Test machen. Und was wir machen im Kuban-Projekt, ist diese großen agentenbasierten Systeme zu machen. Und wir machen auch konzeptuelle Modelle und machen sehr vorsichtige theoretische Arbeit, um zu verstehen, was die Modelle überhaupt machen in einem einfachen Weg. Also das meiste, was wir bis jetzt gemacht haben, ist zu überprüfen die Modelle, die wir haben, und zu gucken, ob die stimmen. Und das funktioniert auch einigermaßen, aber natürlich ist es immer ein Problem. Ich sehe, dass es eine Frage aus dem Internet gibt. Alle anderen bitte nach dem Talk mit dem Speeder direkt reden. Internet? Es ist damit verbunden. General validate models, and how do you convince people that predictions using this model actually have some validity? Wie überzeugt ihr, dass eure Modelle überhaupt Sinn ergeben? Ich habe das versucht, während des Talks bereits anzusprechen. Ich denke, das eine ist, dass die sozialdynamischen Modelle besonders quantitativ schwer vorherzusagen sind, und deswegen ist das, was wir versucht haben, zu validieren, indem wir versuchen, vorherzusagen, was bereits in der Vergangenheit basiert ist. Zum Beispiel haben wir das Beispiel gebracht, das Raucherverhalten über soziale Netzwerke. Und das hat ganz gut funktioniert. Und wenn wir dann verschiedene Eigenschaften von sozialen Netzwerken uns angucken und sagen dann, okay, mein Model kann zum Beispiel die Eigenvektorzentralität vorhersagen und
oder dass das Clustering sich vergrößert oder verringert. Und wenn das funktioniert, dann können wir sagen, dass das Modell gut validiert ist in einem qualitativen Sinne. Und aber auch, was ich auch nochmal sagen, betonen möchte, ist, dass wir nichts vorhersagen, sondern wir tun nur den Raum der Möglichkeiten erforschen. Dr. Jonathan Donges. Thanks.